Hallo zusammen, wir haben den 8. November. Es ist 18.18 Uhr und ich befinde mich auf dem Tool der Hypovereinsbank One Markets und in diesem kleinen Clip geht es um die Nokia. Die habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Allerdings ist mir da etwas aufgefallen, das ist auf jeden Fall wert, auf die Watchlist zu kommen. Denn vor euch liegt der 5-Jahres-Chart, also in diesem Fall vom 17.12.2014. Und es geht mir hier um diesen Trend, den wir hier haben. Und den möchte ich gerne mal näher ranholen und euch dazu was sagen. Das ist jetzt also der von Anfang 2015. Die Nokia bekommen auf einmal institutionellen Support von verschiedenen Analysten, die sagen, oh, Nokia, gar nicht so verkehrt, sparen sich gesund, sieht gut aus. Und vor diesem Hintergrund glaube ich, dass sie durchaus Potenzial haben. Rein mal vom Chart. Das ist also der lange Trend. Dieser Trend, der liegt jetzt per heute bei 5,29. Die Aktie ist bei 5,08. Also ein 5-Jahres-Trend. Wir haben hier so eine Art Doppeltop. Einmal hier, einmal da. Das liegt, ich nehme den höheren Kurs, der liegt bei 5,37. Der hier ist nur ganz knapp drunter. Mir fällt auf, dass die Bänder insgesamt durchaus als eng gelten. Das hier ist weit, das hier ist eng. Und sie handeln momentan deutlicher über der 200-Tage-Linie und haben auch die 20-Tage-Linie heute zurückerobert. Schön finde ich, hier kam eine schnelle Abwärtsbewegung und die wird jetzt ausgekontert. Sind wir also mittendrin. Wir bekommen ein kleines Kaufsignal über das MACD und auch über die Stochastik, sodass ich davon ausgehe, dass sie sich wenigstens mit diesem Trend beschäftigen, hier bei 5,30. Allerdings, wenn die da rauskommen, dann sind wir erst bei 5,80, 5,90 im nächsten Widerstandsbereich. 5G ist in aller Munde. Immer wieder kommen da Kooperationen von verschiedenen Firmen und Nokia ist damit mittendrin. Deswegen glaube ich, über die nächsten Jahre gesprochen, hat Nokia da tendenziell mehr Potenzial als Risiko. Ich gehe davon aus, wir werden diesen Trend hier uns zumindest mit beschäftigen. Ich denke, sie haben gute Chancen, durchzugehen. Meine Meinung ist falsch. Wenn wir diesen Hammer, der die letzte Aufwärtsbewegung eingeleitet hat, unterbieten, und der liegt im Moment bei 4,52. Deswegen habe ich mir Scheine ausgesucht, die hier drunter liegen und nur ganz leicht über der 200-Tage-Linie. Ich habe diesen Schein hier gefunden, ein 4,40er. Das ist lediglich ein 7,5er Hebel. Finde ich völlig in Ordnung. Wenn Sie jetzt hier den Preis sehen, wir haben 18 Uhr 21, der ist jetzt breiter, der ist während des Tages ist der deutlich enger. Also davon bitte nicht irritieren lassen. Es ist ein 4,40er Hebel, unlimitiert, also Open End, mit der Kennnummer HR8L6T. HR8L6T. Der muss auf die Watchlist. Und besonders interessant wird er, wenn wir halt hier die 5,39, 5,37 rausnehmen mit Schlusskurs. Das ist eine schicke Sache, aber ich denke, die tun sich hier gerade richtig gut. Das letzte Low war höher als das vorangegangene Low. Also von daher sieht es eigentlich ganz in Ordnung aus. Dennoch möchte ich Ihnen auch mal für den Fall, dass Sie hier runtergehen, ja, und meine Meinung falsch ist, auch einen Put nennen. Und da kann ich also auch hier sowas nehmen. Ein 5,92er, der liegt noch hier weiter oben. Man kann auch ein bisschen näher rangehen, aber ich finde hier, der Hebel von 6, der ist völlig in Ordnung. Das ist die HR8L6X. HR8L6X. Ja, man kann ein bisschen tiefer gehen, so in den Bereich 5,60, 5,70. Aber wir haben momentan teilweise doch recht nervöse Börsen. Und es stehen keine Zahlen an von Nokia in der nächsten Zeit. Also zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber wenn ich mir das alles hier so anschaue und weiß, dass hier dieser ganz lange 6-Jahres-Trend liegt, da muss die auf die Watchlist und dieser Punkt hier ist sehr entscheidend. 5,28, gefolgt sofort von 5,37. Wenn wir darüber gehen, haben wir auf jeden Fall mehr Platz. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.